Sie jagt uns bis ans Ende des Universums. Wen interessiert's? Wir sind runter von der Matschkugel und haben das Geld. Erst nachdem uns der sprechende Baum verraten hat. Ich bin Groot. Ich spreche kein Baumisch, Baum. Hey, hast du ein Problem mit Groot, hast du mit mir auch eins. Wow, 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 eins nach dem anderen, bitte. Lady Hellbender wird Rache wollen. Denkt an meine Worte. Dann muss sie sich hinten anstellen. Erst rufe ich Corell an. Je früher wir die Strafe bezahlen, desto besser. Ja, und wir können uns wieder daran gewöhnen, pleite zu sein. Das ist krass. Denkst du eigentlich immer nur ans Geld, Nager? Nein, manchmal denke ich auch an Bomben. Und Fusel. Ah, Bomben aus Fusel. Nicky! Das war... Ist das wirklich mein Dad? Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung. Dreh mal am Regler. Hab ich, bringt nichts. Nicky, ist deine Mom auch da? Ich muss unbedingt mit ihr reden. Was ist bei ihm? In mir drin. Was denn mit der Antennezone? Ich war nicht an Bord und da war so ein dummer. Hast du die Bandbreite begrenzt? Hab ich schon versucht, es muss was anderes sein. Ich verliere dich, Nicky. Hol deine Mom. Musst du, dass du mein Dad bist? Was war unmöglich? Die große Annika Raker sprach von einem Wunder. Ich glaub, mit dem Mädchen stimmt was nicht. Ja. Sie gehört zum Nova-Corps. Kannst du das reparieren? Ist ja gut, reg dich wieder ab. Ich check mal die Matrix. Komm, ich kann alle zurückholen. Ich muss einfach... Rocket! Seht euch das an! Es hat alles völlig zerkaut! Ich bin Rocket, komm runter! Das ist doch bloß eine Matrix! Ach ja, bloß eine Matrix? Sieh dir das an, Quill. Wo soll ich die Teile herkriegen, um das zu reparieren? Die ist im Arsch. Ich hab doch gesagt, behaltet das Vieh nicht. Aber wollte das irgendeiner hören? Nein, auf Rocket hören wir nicht. Wer ist Rocket? Bloß der, der das Schiff repariert. Ich verspreche dir, wir reparieren das so schnell wie möglich. So wie du uns versprochen hast, dass deine Freundin nachsichtig mit uns ist? Ah ja, okay. Hey, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist, Quill? Dass ich anscheinend der Einzige bin, der hier einen Furz auf die Milano gibt. Hör zu. Wir müssen in Stock die Matrix reparieren. Ich kenne zum Glück jemanden auf Nowhere, der die Teile hat. Und der schraubt uns günstig den Nova-Tracker ab. Wir können das Kind nicht zurücklassen. Es hat sich seltsam verhalten. Das Lama-Ding hat die Kabel zerkaut, Drax. Wahrscheinlich war nur die Verbindung schlecht. Und wenn wir den Tracker entfernen, wird Corell uns die gesamte Nova-Corps-Flotte auf den Hals hetzen. Gamora hat recht. Wir haben es versprochen. Ich hab's versprochen. Finde heraus, wo Corell ist, dann bezahlen wir unsere Strafe. Ist das jetzt ein schlechter Witz? Auf die Weise müssen wir beim nächsten Job nicht befürchten, dass wir Nova an den Hacken haben. Ja, falls es einen nächsten Job gibt. Klingt, als hätte Groot das beißwütige Mistding unter Kontrolle. Es sollte besser nicht mehr herkommen und an meinem Schiff rumkauen. Oder ich... Hey, Groot! Versucht der Kauteufel da unten irgendwas anzukauen? Ich bin Groot. Gut, das sollte so bleiben. Ich denke nämlich, dass das vielleicht seine Nahrung ist, weißt du? Ich bin Groot. Ja, die Quarantänezone wäre ein Luxusbuffet für alle gewesen, die Kabel fressen. Ich bin Groot. Wow, hübsch! Das ist ein netter kleiner Pferd. Ich bin Groot. Ja, es soll mir besser vom Pelz bleiben. Du wolltest den Funk nicht kaputt fressen, oder? Unsere Funkmatrix wäre sicher nicht zerkaut, wenn wir das Lama hier untergebracht hätten. Hübsch. Ist die von Secnaf 9? Ich wette, sie liebt Wasser.
Ein Penny für deine Gedanken? Was ist ein Penny? Das ist Geld. Sowas wie Units. Eine Redensart. Heißt, ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Nova-Korps, sonst riskieren wir... Drax! Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe. Sektnarf 9 entsprach nicht meinen Erwartungen. Weil Lady Hellbender keine Riesin ist? In der Tat nicht. Das ist nur ein Teil, Peter Quill. Unterwegs zu ihr wurde mir klar, dass auch viele meiner Annahmen über dieses Team vorschnell waren. Tatsächlich. Die Attentäterin und der Nager. Hätten sie und der Baum nicht mit uns gekämpft, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Ich sag doch, das sind keine schlechten Leute, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten. Das Leben ist... kompliziert, Drax. Die Dinge sind nie einfach. Auf K'Teth waren sie's. Eine liebevolle Familie und eine Sicherheit im Leben. Beides habe ich verloren. Du findest sie ganz bestimmt wieder. Das braucht nur ein bisschen Zeit. Gamora, hast du... Sind das Puppen? Ja. Nein. Ach, ist doch egal. Die Hallas Hope ist im Tayo-System. Koordinaten in der Konsole. Okay. Wieso hast du den Sichtschirm zugemacht? Das geht dich nichts an. Wirklich nicht? Klingt so, als würdest du irgendwas vor uns verbergen. Ja, das tue ich. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe alles gesehen. Hätte nicht gedacht, dass du Puppen sammelst. Und ja, ich häng an meinem Leben. Peter, ich werde dich nicht töten, nur weil du nach meiner Sammlung gefragt hast. Das ist gut, denn letztes Mal... Was wäre denn, wenn ich sie sammel? Viele Leute haben Hobbys. Groot sammelt Pflanzen. Rocket hat ein Faible für Bomben. Ja, ja. Und Drax hat viele... sehr gefährlich aussehende Messer. Siehst du? Ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich. Als ich klein war, habe ich auch Sachen gesammelt. Baseballkarten, Actionfiguren... Findest du Sammeln etwa kindisch? Nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Ich zieh dich nur auf, Peter. Mir ist egal, was du darüber denkst. Ich behalte nur gern meine Hobbys für mich. Die Zeit verrinnt, Peter. Okay, Corell, bald wirst du beeindruckt. Wahrscheinlich sein. Beobachtet Corell das Schiff und wartet, ob wir die richtige Entscheidung treffen. Scheint, deine Freundin hat ihren Teil des Deals erfüllt, Quill. Wissen wir denn sicher, dass sie das ist? Ich überprüfe das. Gleiche Kennung wie vorher. Das ist definitiv die Hallas Hope. Mit meinem Schiff. Reg dich ab, ist die Standardprozedur bei Nova Corps. Meinem Schiff geht's gut. Seit wann? Frag Quill, der Bruch landet ständig damit. Also dann, bezahlen wir die Strafe. Also,
Wenn wir wieder weg sind. Du meinst, falls wir wieder wegkommen? Ich kenne jemanden, der uns einen ziemlich lukrativen Auftrag verschaffen könnte. Ich werde niemanden umbringen. Und ich schleiche nicht durchs Anwesen eines reichen Flakers, um sein Essen zu vergiften oder so. Eigentlich ging's darum, dass wir mit unserer Lama-Erfahrung jetzt auch Rinderherden hüten könnten. Auf gar keinen Fall! Und vollbracht! Ein glänzendes Upgrade aus bester Herstellung. Ich habe das Ding narrensicher gemacht, nur für dich. Rocket fängt sich wieder. Versuch einfach nichts anderes zu fressen, okay? Bereit zu bezahlen? Ich bin Groot. Sogar Groot weiß, dass du wegen Blaubeerkuchen hier bist. Ich gebe hiermit zu Protokoll, dass ich nicht hier sein will und dass es ein Fehler ist, hier zu sein. Das erinnert mich an meine Kapitulation bei den Behörden. Wie war das so? Befreiend. Warst du schon mal auf dem Rock? Ja, sieht aus wie jede andere Nova-Corps-Station. Okay, es geht weiter. Wenn das Nova-Corps auch nur den Lack angekratzt hat, verrechnen wir das mit unserer Strafe. Viel Glück dabei. Das ist grobe Verlässlichkeit. Fahrlässigkeit. Hab ich doch gesagt. Wo sind denn alle? Die meisten Nova-Stationen sind stark automatisiert. Alles synchronisiert vom Worldmind. Es ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. Zu viele Posten, zu wenig Personal. Ich finde, so ist... M-Schiff. Kennzeichnung Milano. Wow! Bring gefälligst mein Schiff zurück! Zeigen Sie vor dem Abflug Ihre beschlichtene Welchen Parkschein? Ganz ruhig, Rocket. Das ist das Standardvorgehen. Das sagst du immer wieder. Das hier ist nicht gerade meine erste Nova-Corps-Strafe und deine auch nicht. Die erste, die ich bezahle. Flag, ich wusste, ich hätte an Bord bleiben sollen. Was ist der Rock überhaupt für ein Name? Rein faktisch ist er korrekt. Wehe, die fassen sie an. Also, ich finde, es ist hier schon ziemlich leer. Gut. Mit je weniger Bullen wir reden müssen, desto besser. Dein Misstrauen gegenüber der Polizei ist allein schon verdächtig. Vergib mir, dass ich nicht gern Befehle von einem riesigen Weltraumcomputer annehme. Okay, es sollte einfach nicht so leer sein. Ist heute ein Feiertag? Weltraumbullen haben keine Feiertage. Hallo? Ich bin Groot. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Die Tür ist versperrt. Tja, wir haben's versucht. Kommt, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht, die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was? Soll ich jetzt etwa die Nova-Corps Security hacken? Hey, wenn du denkst, dass du es nicht schaffst? Das war billig, Quill. Wir reden davon, in eine Nova-Corps-Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch, wenn niemand da ist. Genau dann wäre ein Einbruch sinnvoll. Wie
Vielleicht ist das ein Test, ob wir Respekt vor den bürokratischen Abläufen haben. Okay, Eilmeldung. Ich hab keinen. Und wenn Sie Ihr Geld wollen, sollten Sie sich beeilen und es nehmen. Hört ihr mich, Goldhelme? Okay, hier drin ist ein Luftschacht. Das könnte ein Zugang sein. Da, ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir Novacore-Besitz beschädigt. Nur ein bisschen. Okay, Rocket, sieh nach, ob dieser Schacht in den anderen Raum führt. Und sei vorsichtig. Also, den Plan mit dem Strafe bezahlen mag ich nach wie vor nicht. Aber das Rumspielen mit Novacore-Tech ist kein schlechter Ausgleich. Da stimmt was mit dem Stromnetz nicht. Alles läuft nur über Notstrom. Ich verbinde dich. Du weißt, was zu tun ist. Sag mir, welche Schaltkreise ich umschalten soll. Wir können den Strom nur begrenzt gleichzeitig umleiten. Alles klar. Ich kann alles. Ups. Zumindest eine Tür. Die falsche Tür. Trotzdem, Fortschritt. Hey, eine Toilette. Muss jemand mal? Das Einzige, was ich muss, ist dringend weg hier. Das Ding liefert ständig falsch-positive Ergebnisse. Ich muss ein Relais erstellen. Soll uns das jetzt irgendwas sagen? Nein. Ihr sollt nur wissen, wie schwierig es ist. Wir werden zwei. Hey, das war nicht schlecht. Die Schutztür braucht doch etwas mehr Saft. Die Nase hat noch nicht runtergekommen. Zum Start, Peter! Sorry, sorry. Ich bin kein guter Elektriker. Presto! Was, Tom? Ja, tada! Das ist genauso unklar. Die Tür ist offen. Warum sagst du das nicht einfach? Es ist verdächtig still. Stimmt. Hey, Nova! Wir wollen eure Strafe bezahlen, damit ihr euren Dreckstracker von meinem Schiff nehmt. Wieso Hallo! Ist da jemand? Was machen die da? Sie scannen sich gegenseitig. Ich habe aber keine verflagte Ahnung, warum. Sie sind übergeschnappt. Ich bin gut. Es ist nicht unheimlich. Das große Spukhaus auf der Bani war unheimlich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hört ihr das? Ach, armer kleiner Kerl. Das ist ein Ding. Dein Mitgefühl ist unnötig. Hey, ich bin selbst ein Halbding. Vergessen? Nein. Da ist es wieder. Hallo? Was hat uns verraten? Wer immer ihr seid, kommt kurz mal her. Hey, Strampelanzug. Du musst mich hier rausholen. Ich gehöre nicht in einen Käfig. Das sieht das Novacore anders. Dich hat keiner gefragt, Gruselauge. Wir sollten einem Verbrecher keine Beihilfe leisten. Warst du nicht ein Gefangener des Novacore? Kannst du uns sagen, was hier drin vor sich geht? Nicht viel. Es gab einen Tumult. Leute sprachen von irgendeiner Mutter. Und dann waren sie einfach weg. Corell? Hast du einen Centurion oder ein Cree-Mädchen gesehen? Mehr weiß ich nicht. Kommt schon. Ich habe euch geholfen, jetzt seid ihr dran. Sucht einen Türöffner oder sowas. Wo er jetzt wohl ist? Glückwunsch, Quill. Ich glaube, du hast soeben deinen ersten Häftling hingerichtet. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Hey, Leute, hört ihr das? Was ist das? Todesröcheln aller Dinge, für die wir diese Units hätten ausgeben können. Ich habe schon oft Todesröcheln gehört. Das klingt völlig anders. Hey, Kumpel. Oh! Oh, hey, was soll das? Ich habe Rechte! Dieser Ort weckt ganz schön viele Erinnerungen. Hast du mal beim Novacore gedient, Peter Quill? Was machst du da? Ich dachte, wenn wir schon da sind, könnte ich versuchen, ein paar knackige Nova-Geheimnisse zu lüften. Vielleicht haben sie sogar eine Spur von Gamoras blauerer Hälfte. Unwahrscheinlich. Wie bitte? Nichts.
Mich beunruhigt da etwas. Abgesehen von allem anderen hier? Wenn die Station die Verbindung zum Worldmind verloren hat, würde Xander nicht jemanden zur Untersuchung schicken. Vielleicht ja Quills Freundin. Nein, die Hallas Hope sollte schon hier sein, weißt du noch? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind sie nur noch nicht da. Wow, der Typ war durchaus ernst zu nehmen. Naja, jetzt muss ihn jemand anders durchaus ernst nehmen. Falls wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Ich krieg hier langsam ein richtiges Spukhausgefühl. Aber das Gefühl wegzuwollen kriegst du nicht? Ach, Aufzug kaputt. Aber der Schacht darüber ist offen. So können wir raufklettern. Wir sollen auf dem Ding entlang gehen? Das hält mehr aus als uns fünf. Bitte fall nicht, bitte fall nicht. Okay, Kinderspiel. Gruselig. Hallo? Du Baby. Doch, hattest du. Sind das... Centurion-Rüstungen! Ja, probier ruhig mal eine an, Quill. Ein wahrer Krieger braucht keine Rüstung. Du würdest sowieso nicht reinpassen. Wirklich? Kann ich eine anprobieren? Wenn du als Schleimpfütze enden willst, gern. Sie wurden alle vom Worldmind genetisch kodiert. Soll das heißen, das Worldmind hat den genetischen Code jedes Nova-Centurions? Genau. Im Krieg sollen die Käfer versucht haben, das auszunutzen. Aber du kannst diesen Supercomputer nicht hacken. Glaub mir, ich hab's versucht. Das sieht aus wie der einzige Weg nach vorn. Bist du blind? Ich lass mich doch nicht in zwei Hälften hacken, nur damit du deine Freundin stolz machen kannst. Viel wahrscheinlicher ist das... Ah, kein Wunder, dass die Tür spinnt. Ja. Okay, hoffentlich hält das. Warum hat die hier einen eigenen Raum? Sieht aus wie eine Werkstatt. Ich habe gehört, sie eloxieren die Dinger mit einem Smart-Metall von Xander. Metall kann nicht smart sein. Smarter als so mancher. Wenn du eine Gummientengranate willst, beiß ich dir die Zähne ab. Tada! Diese Arbeit ist mehr wert als du, Quill. Noch mehr nichts! Es muss eine Erklärung dafür geben. Ihr habt's gehört, sie sind gerade abgehauen. Und das sollten wir auch tun. Er hat auch was von Corell gesagt. Er sagte Mutter. Jeder hat eine Mutter, Quill. Du nicht. Der Punkt ist, Mutter könnte jede sein. Rocket, wirke deine Magie. Nein. Was? Ich sagte nein. Wann kommst du endlich zur Vernunft, Quill? Ich bin Groot. Und dann? Er wird uns durch die halbe Station zerren, wenn wir ihn lassen. Okay, nur noch einen Raum. Und wenn wir dort auch nichts finden, gehen wir. Deal. Okay, noch einen Raum. Nicht zwei, einen. Die Tür ist geflaggt. Hier geht's nicht zurück. Ich dachte, das Novacore hätte mehr Schiffe. Es heißt, sie kriegen kein Personal. Sagt wer? Leute. An Orten. Mit so anderen Leuten. Peter Quill. Das hier habe ich gefunden. Sektor 1, bitte kommen. Durchsuchung Sektor 1 abgeschlossen. 75% Annahmequote. Wie sie es versprochen hat. Habt Vertrauen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7. Mit Vertrauen. Die gute Nachricht? Wir sind nicht allein. Jede Menge Funkverkehr. Sag, ich will mein Schiff wieder... Mein Schiff. Hör ich ein Aber?
Naja, es klingt, als suchen sie irgendwas. Oder irgendjemanden. Vielleicht ist deshalb niemand hier. Dann sag ihnen, sie sollen ihre Goldpopos hier raufschaffen. Das Versprechen wird Realität werden. Nein. Lasst uns weitersuchen. Oder erstmal versuchen, von dieser kosmischen Bruchbude runterzukommen. Die Tür ist geflaggt, schon vergessen? Ob du es glaubst oder nicht, man kann Dinge auch entflaggen. Bomben gelten nicht. Was ist denn damit? Wo glaubt ihr, geht's dahin? Runter. Klingt gut für mich. Hey, wie war das mit noch einen Raum? Du hast gesagt, die Tür ist hinüber. Ich bin sicher, es ist nicht mehr weit. Du bist überhaupt nicht sicher. Ich bin fast sicher. Wir haben was gefunden, oder nicht? Warum? Ich bin Groot. Da sind irgendwas sie alle. Irgendwas stimmt nicht. Oh, Flark. Ehrlos. Flark. Ich bin Groot. Na, das ist eine Meuterei. Das war eine Hinrichtung. Ich hab noch nie gesehen, dass Bullen sich gegenseitig töten. Wir müssen clever vorgehen, bis wir wissen, was los ist. Und welche Seite überlebt hat. Bleibt alle unten und folgt mir! Etwas an denen ist komisch. Seht doch! Sie leuchten verflagt. Ich würde wetten, das sind die Bösen. Wir brauchen einen Plan. Wir sollten das Überraschungsmoment nutzen. Eröffnen wir wirklich das Feuer auf das Novacore? Für mich sehen die nicht nach Novacore aus. Es ist schade, dass sie ihr Versprechen nicht angenommen haben. Sie verstehen es, sobald sie zu uns zurückkehren. Was immer wir tun, wir sollten es jetzt tun. Wir können nicht einfach hier bleiben. Zeigen wir es ihnen! Sektor 6 los. Meldet, dass alle Ungläubigen getötet wurden. Wenigstens haben wir das Überraschungsmoment. Bring es zu Ende, bevor sie Alarm auslösen können. Feuer! Ich glaube nicht, dass das noch eine Rolle spielt. Du schuldest mir was, Quill! Wir brauchen einen Plan. Wir sollten das Überraschungsmoment nutzen. Eröffnen wir wirklich das Feuer auf das Novacore? Für mich sehen die nicht nach Novacore aus. Es ist schade, dass sie ihr Versprechen nicht angenommen haben. Sie verstehen es, sobald sie zu uns zurückkehren. Ja. Dieser Ärger erinnert mich daran, wie das Novacore mich bejagt. Ich glaube nicht, dass die noch als Novacore gelten. Erledigt sie, bevor Verstärkung aufkreuzt! Dafür ist es jetzt ein bisschen spät! Dieser Abenteuer wurde nicht da! Sie verdient die Uniform des Novacore nicht! Und das komische Leuchten hilft auch nicht! Nerven Drive! Sie haben keinen Besuch erwartet. Wir haben ja fast in der Tat ertappt. Ich habe so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Sieh sie dir doch an. Sie laufen. Warum haben wir sie hier gefunden? Großer, 12 Uhr. Uhrzeit ist unerheblich. Da, töten. Jetzt. Ah, das ist wesentlich informativer. Wer sich widersetzt, muss getilgt werden. Ich werde nicht so enden wie die anderen Novas. Ihr Verrat, es wird das gesamte Novacore. Du bist dran, Großer. Die wurden mit untergelassenen Hosen erwischt. Ein Schuss in den Rücken kann schon mal nötig sein. Komm nicht durch! Ich glaube, der Elektro-Traumator hat Priorität! Sprengsätze im Anflug! Gleich auf!
Zettel. Leute, Gruppe bilden! Was für ein Spaß! So aufgeregt war ich seit dem Galaktischen Krieg nicht mehr! Pass bloß auf sie auf, Quill. Sie hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Okay, okay, schon klar. Diese Typen da draußen, der Kampf gegen sie bringt das Blut zum Kochen. Oh ja. Aber wenn es zu heiß wird, macht euer Herz schlapp und die Niederlage rückt näher. Haltet den Kurs, dann lassen wir sie alle hochgehen. Wer ist dabei? Ultras, Gefühle müssen wachsen! Oh yeah! Alles, hat jemand das Nova-Core irgendwann schon mal so leuchten sehen? Sie sind in diesem Verlag. In Ordnung! Schäfer, der war gut, Greg! Den wird er spüren! Ich bin bereit zu zerstören! Was habt ihr mit Centurion Corell gemacht? Ihr werdet eine frühere Geschichte zerstören! Diese Konfrontation hilft uns nicht bei unserer Strafe! Ich glaube nicht, dass das noch eine Rolle spielt. Sieh sie dir doch an! Sie leuchten! Lass es frei! Ich wette, uns hat ihr Goldhelme nicht erwartet! Und das komische Leuchten hilft auch nicht. Kann jemand die Minen hochgehen lassen? Wenn bloß diese schnöselige Nova-Core-Rüstung nicht wäre. Okay, dann wollen wir diesen missgrasigen Soldaten mal aufschreiben. Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Wenigstens haben wir das Überraschungsmoment. Du kannst darauf wetten, dass sie keine Zollen wollen. Pass auf sie, Großer! Der Elektro-Zauberer wird schwächer, treffe sie! Ja, beim nächsten Mal solltest du vielleicht ausweichen. Was hat man davon, wenn man das Richtige tut? Ich glaube, der Große sieht Sterne. Dieser Nova-Core-Typ war völlig durch den Wind. Ja, so bringt man. Bleib weg von den Minen! Locke! Verlängerung! Wann war ein merkwürdiges Leuchten jemals gut? Ding, Runde 2! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Besser als eine Tasse Kaffee? Quill! Groot sieht nicht gut aus! Peter Quill, ich hab mich gerettet! Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist! Du sagst es, erledigen wir den Kerl! Ich brauch Hilfe hier drüben! Peter, kannst du ihn erreichen? Mach den Baum oder schwimm es! Etwas unterstützen! Bin gleich bei dir, Großer! Groot, du bist dran! Ich wette, sie haben keinen Besuch erwartet! Steh auf, kleiner Kumpel! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Diese Minen gehen mir langsam auf die Nerven! Abgedrehter Weltraum wurde abgeschaltet! Lass ihn wegkommen! Quill hat's gerade erwischt! Was? Komisch! Danke, später! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Ihr braucht nicht auf den Beinen, Großer! Gamora! Zeig's ihm! Letzte Bestellung! Tu ihm weh! Ihr sollt
muss Aggression loswerden. Okay, dann wollen wir diesen mistnasigen Soldaten mal ausschalten. Endlich! Ich hab diese Dustling so satt! Baby! Ich hab diese Drohung beschwichtigt! Kehr zurück ins Gepäck! Rex, dein Freund und Helfer! Willst du ein Feuerwerk sehen? Ich kann nicht klar denken, solange dieser Nova-Core-Idiot mit Minen um sich wirft. Dann lasst uns ihn zuerst ausschalten. Der Große hat Minen geworfen. Überraschung! Jetzt kriegt ihr es zurück. Meine Klingen werden die ultimative Überraschung sein. Wenigstens haben Sie das Überraschungsmoment. Und jetzt zu Ende, bevor Sie Alarm auslösen können. Schild! Erledigen Sie, bevor Verstärkung aufrollt. Was meinst du, was ich gerade versuche? Ich glaube nicht, dass wir heute unsere Strafe zahlen. Oh, was du nicht sagst. Leute, Corells Schiff steht vor unserer Nase. Wir müssen einfach... Was? Was müssen wir einfach tun, Quill? Ein Haufen durchgeknallter Space Cops wollte gerade Konfetti aus uns machen. Und du willst ihnen eine Revanche anbieten, weil deine Freundin Stress haben könnte? Darum geht's überhaupt nicht. Und sie ist nicht meine Freundin. Sieht aber so aus. Rocket. Hier geht es nur um eins, dass wir unser Schiff zurückkriegen. Wir finden Corell und dann ist das alles nicht mehr unser Problem. Du hast recht. Dann ist es nicht mehr unser Problem. Weil wir nicht abgemacht hatten, dass wir durch die halbe Galaxie gehetzt werden von einem Erdtrottel, der mit Bullen kuschelt. Ach, komm schon. Echt jetzt, Corell? Schließ dich den Wächtern an, hat sie gesagt. Ist gut für deine Psyche, hat sie gesagt. Oh. Okay. Spitzt mal alle die Ohren. Groot und ich, wir werden uns jetzt vom Acker machen. Jeder, der eine Mitfluggelegenheit braucht, ist eingeladen. Und wer nicht, der kann zur Hölle fahren. Ich schließe mich dem Nager an. Wir haben's versucht. Verfolgt die Ungläubigen. Alle müsst ihr Geschenk erblicken. Falls diese Irren meinem Schiff irgendwas angetan haben, ist es deine Schuld. Rocket, komm schon! Selber komm schon! Ich hab dir gesagt, wir sollten gehen! Machen wir doch! Ich bin an Bord! Lass uns die Milano finden und... Eindringlinge in der Reparaturbucht! Und versuchen dabei nicht draufzugehen! Endlich mal was Vernünftiges von dir in diesem Zyklus! Wie lange muss ich euch beiden noch beim Streiten zuhören? Wir streiten nicht. Wir sind nur lautstark anderer Meinung. Eindringlinge in Knotenpunkt 10! Das nur, weil man uns nicht erlaubt, unsere Strafe zu zahlen! Hey, ihr wisst schon, dass ihr leuchtet, oder? Wenigstens scheint es nicht ansteckend zu sein! Lasst den Rest von euren zwei Idioten übrig! Licht aus für diesen durchgedrehten Soldaten! Er hat wohl den Kurs verteidigt und gegen Gamora geschwänzt! Du wurdest soeben vom Zerstörer zerstört! Großartig! Von wegen! Verlassene Station! Ich wusste, dass sie nicht einfach verschwunden ist! Zu ihm, Dein Wahnsinn wurde zum Schweigen gebracht! Was jetzt, Peter? Hau sie weg, Rocket! Bisschen überfüllt hier drin! Das gilt vollkommen als Menge, Peter Quill! Irgendeine Idee, wo wir hin müssen, Rocket? Oh, das los! Ich frag ja nur! Drauf! Ja, auf zum Boden! Jetzt! Um zum Hangar zurückzukommen! Achtung! Kampf ist nicht wirklich mein Ding. Ich finde ihn okay.
Was jetzt, Peter? Hier laufen echt viele irre Weltraumbullen rum. Lasst uns die Deserteure pulverisieren! Sicher, dass diese Nova-Core-Leute auf unserer Seite sind? Wenn sie auf uns schießen, dann ja! Unsere letzte Begegnung mit der Nova-Core war mir lieber. Hoffentlich ist nicht das gesamte Nova-Core so wie diese Typen. Ach, zumindest für den Moment. Wir sollten hier nicht... warten. Mann, ich hätte nie gedacht, dass sich der Tag so entwickelt. Findet die Eindringlinge. Niemand darf entkommen. Wie konnte das allwissende World Mind diesen Vorfall nicht folgen? Hey, du hast doch gesagt, wir müssen rauf, oder? Weiter rauf als das. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal das Nova-Core bekämpfe. Die sind nicht mehr Nova-Core. Hey, hier kommen wir durch. Für dich reicht's. Zieh einfach den Bauch ein. Alle müssen sehen. Alle werden glaubst du nicht, laufen. Dass sowas Ähnliches jetzt auf allen Nova-Stationen passiert? Was haben sie davon, dass sie in ein systemübergreifendes Netzwerk eingestöpselt? Vielleicht ist Corel mit ihrem Schiff zurück nach Xander. Psst. Um Meldung. Sieh mal. Beten sie etwa? Wo zur Hölle sind wir da nur reingeraten? Seht euch den Großen an. Der gehört doch nicht zu Nova. Das ist ein Zauberer. Seht, wie seine Magie zu dem Altar fließt. Es gibt überhaupt keine Magie. Kommt schon, gehen wir, bevor diese Durchgeknallten uns entdecken. Als wären wir über einen unheimlichen Kult gestolpert. Ich sag's nochmal, das ist nicht unser Problem. Das wird es aber, falls sie Nova-Core übernommen haben. Kein Nova, keine Strafe. Kein Problem. Wir sollten das vielleicht jemandem mitteilen. Erzähl's deinem Tagebuch. Kommt, hier runter. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich bringe lediglich Abstand zwischen uns und diese Irren. Schön zu sehen, dass du zur Abwechslung mal zuhörst. Man kann zuhören nicht sehen. Leg dich nicht mit mir an, Muskelpaket. Bis jetzt kommst du... Würdest du... Ja, ich kümmere mich um die Tür. Jemand muss uns ja hier rausbringen. Oh! Tilt die Ungläubigen! Kann denn gar nichts klappen! Ja, ein schwieriger Es war notwendig! Gesehen haben, dass wir sie beobachten? Was spielt das für eine Rolle? Sie sind jetzt hier! Diese Position ist strategisch ungünstig. Entsorgen wir für Chancengleichheit! Mann, und ich dachte, normale Centurions wären übel. Diese Betrüger gehören nicht zum Nova-Core! Mach dein Ding, Gamora! Wurde auch Zeit! Anscheinend hat der Zauberer, den wir gesehen haben, das Nova-Core verhext. Hoffentlich kriegen wir keine Gelegenheit zu fragen. Finde sie fest, Groot! Hoffentlich haben sie die Milano nicht gefunden. R73-4TL! Ich wollte nicht hier sein! Kann das nicht warten, Rocket? Ich hab diesen Psychosoldaten komplett. Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Was ist der schwebende Kasselleib, Peter Quill? Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Passt auf eure Herz auf! Hier ist nur Platz für einen coolen Bombenschläger. Dann lass uns ihn zuerst aufhalten. Wollt ihr nicht mit euren merkwürdigen Gesängen weitermachen? Verschaltet! Hoffen wir mal, dass
der Große nicht mitmacht. Er schien von der Zaubershow ziemlich fasziniert zu sein. Löse die Genova-Chor-Rüstung nicht, Fähre. Hab ich's auf die Knochen. Du bist zur Stelle. Lass mich durchgehen. Lass mich mal ab. Ich werde es genießen. Gute Arbeit, dein Ende wird näher. Haben, dass wir sie beobachten. Was spielt das für eine Rolle? Sie sind jetzt hier! Oh, Mist! Ah. Leute, Gruppe bilden! Da draußen tobt der verflachte Wahnsinn, Quill. Der Dust am Schaum schluckt Kugeln. Das glaubst du nicht! Und jeder meiner Schläge kommt mit gleicher Wucht zurück. Wir kriegen echt Ärger, wenn wir sie nicht aufhalten. Ihr meint, wir haben Ärger? Wegen dieser Typen? Ich sage, Ärger ist unser zweiter Vorname. Wenn wir Schurken schlitzen oder mit den Zähnen blitzen, wenn wir schießen und Groot für Schatten sorgt, dann machen wir Ärger. Wer ist dabei? Ich bin dabei, Peter Quill. Das klappt. Den wir gesehen haben. Bei unserem Glück ist er wahrscheinlich bereits unterwegs. Alles für dich, Sir. Ich hab so viel Spielzeug, ich würde so gern mal benutzen. Ja. Hoffentlich haben sie die Milano nicht gefunden. Dann sag es ihnen nicht. Zeig für das schwere Geschütz. Das ist echt nicht fair. Mal sehen, wie es ihnen gefällt, wenn ich auf ihrem Niveau operiere. Schon dabei! Binde sie fest! Vielleicht hat der Zauberer ihnen besondere Kräfte verliehen. Möglich! Ja! Endlich! Deck meinen verflachten Rücken, während ich mich um die Tür kümmere. Sicher, dass du sie aufkriegst? Musst du bei jedem Schritt an mir zweifeln? Hab ich nicht! So, gehen wir! Ich hab nicht gezweifelt, ich bin nur... Klar! Diese Türen wurden verbarrikadiert. Jemand hat zumindest versucht, Widerstand zu leisten. Hat ihm wahnsinnig viel geholfen. Das wissen wir nicht. Es könnten noch andere auf der Station sein. Oder es waren die Überlebenden, die mit der Halas Hope geflohen sind. Waren wir im selben Aufzug? Nova hatte kaum einen Schuss abgefeuert, als die Leuchtjungs sie niedergeknallt haben. Gamora hat recht. Zumindest hoffe ich das. Sie können nicht alle tot sein. Sind sie auch nicht. Die meisten haben die Seite gewechselt. Aber einige müssen doch entkommen sein. Ist das... Tun wir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Fla, können wir endlich gehen? Können wir irgendwie rausfinden, wo die Hope hin ist? Warum zum Fla sollten wir das wollen? Okay, Hangar, wir kommen. Wie zum Flak lautete die Docknummer? R73-4PL. Meinst du das ernst? Immer. Du bist meine neue Lieblingsperson, Muskelpaket. Da ist... Nein, nicht wirklich. 4PL, fertig. Okay, Bucht ist klar, fahre Stege aus und... Flak! Was denn? Die Klemmen lösen sich nicht. Diese Irren müssen sie gesperrt haben. Kannst du das deaktivieren? Das wäre dann aber eine schlampige Sperre. Ich kann sie starten und die Triebwerke warm laufen lassen, aber die Klemmen müsst ihr manuell lösen. Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Alle Gläubigen sofort zum Zentralhangar. Überlass uns niemand dieses darf im Licht Plan. Konzentrier dich auf die Klemmen, Peter. Wir versuchen, sie von dir fernzuhalten. Versucht zu verhindern, dass sie aussterben! Ich dachte, das wäre dein Job! Wie genau lösen wir diese Dinger? Bin ich eine Gebrauchsanweisung? Schieß einfach auf diese verflachten Dinger! Ich sehe immer noch diese versperrten Klemmen! Jeder ist ein Kritiker! Aber ein von den Notwendigen ausgeschaltet! Die Klemmen sind aus Kalk geholfen wie Iridium, aber am Gelenk müssten sie schwach sein! Hey, Rocket! Kannst du uns ein paar Songs von der Milano besorgen? Spiele meine Chanties von Titan!
sie zusammenhängst und schieß drauf! Das wahre Tobakor würde bestimmt nicht so leicht fallen. Wenigstens haben wir keine Centurions. Wie genau lösen wir diese Dinger? Wenn ich eine Gebrauchsanweisung, schieß einfach auf diese verflachten Dinger. Versuch zu verhindern, dass sie ausschwärmen. Ich dachte, das wäre dein Job. Die Klemmen sind aus Kalk geholfen wie Iridium, aber am Gelenk müssen sie schwach sein. Hey, versuch sie von Peter fernzuhalten. Alles gut, mir geht's gut. Sie sind sucht den Punkt, wo sie zusammenhängt und schießt drauf. Okay, auf die Klemme schießen. Ich krieg das hin. Lass dir ruhig sein. Ich hab hier ja eh nichts zu tun. Wie genau lösen wir diese Dinger? Wenn ich eine Gebrauchsanweisung, schieß einfach auf diese verflachten Dinger. Das wahre Tobakor würde bestimmt nicht so leicht fallen. Wenigstens haben wir keine Centurions. Die Klemmen sind aus Kalk geholfen wie Iridium, aber am Gelenk müssten sie schwach sein. Pass auf das Blasterfeuer auf! Eine Erledigung! Könntest du dich darauf konzentrieren, das Triebwerk zu starten? Weiter geht's, Tiger! Auf dich kann ich immer zählen, Gamora! Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Lass uns dieses Pack. Konzentrier dich auf die Klemmen, Peter. Wir versuchen, sie von dir fernzuhalten. Machst du Fortschritte, Peter? Langsam, aber stetig, würde ich sagen. Wir werden nicht scheitern. Das wäre dein Job! Groot, schnapp sie dir! Hey, Rocket! Kannst du uns ein paar Songs von der Milano besorgen? Das wird jetzt wirklich richtig! Ah. Ich sehe immer noch diese Klemmen. Ich arbeite daran! Hackfleisch, Gamora! Du hast Drax! Versuch sie von Peter fernzuhalten! Alles gut! Mir geht's gut! Ja, geht's! Die nächste Runde geht auf mich! Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Überlass uns dieses Pack. Konzentrier dich auf die Klemmen, Peter. Wir versuchen, sie von dir fernzuhalten. Eine erledigt. Schlag die zusammen. Das ist dein Ende. Hey, Rocket, kannst du uns ein paar Songs von der Milano besorgen? Ich bin nicht dein verdammter DJ Will. Hoffentlich hat das World Point eine ordentliche Lebensversicherung. Okay, auf die Klemmen schießen. Ich krieg das hin. Lass dir ruhig sein. Ich hab hier eh nichts zu tun. Versuch zu verhindern, dass sie ausfällt. Sie sind keine Insekten, aber genauso darf ich. Treib sie zusammen.
zusammen, Groot! Ich sehe immer noch diese Verschlagenen! Der Lager ist ungeduldig! Ihr seid bereit zu zerstören! Was? Sprich lauter! Da steht doch mein Name drauf! Hey, Rocket! Kannst du uns ein paar Songs von der Milano bekommen? Ich bin nicht ein verdammter DJ, Will! Ich dachte, Hunde fragen mich! Mach keine Gewohnheit daraus! Machst du Fortschritte, Peter Quill? Langsam, aber stetig, würde ich sagen. Atra! Versuch zu verhindern, dass sie ausschwärmen. Ich dachte, das wäre dein Job. Pass auf das Blasterfeuer auf, sonst ruinierst du ihr Chassis. Uns geht's gut. Danke der Nachfrage. Probleme verlangen nach großen Lösungen. Danke, Drax. Du wirst die Nova Force nicht mehr einsetzen, Verräter. Ich sehe immer noch diese Versperrte, Clem. Ungeduldig. Drax, versuch die Computer fernzuhalten. Alles gut, mir geht's gut. Versuch zu verhindern, dass sie aufwärmen. Ich dachte, das wäre dein Job. Ich bin bereit. Ich brauche nur eine Lücke. Peter Quill, ich hab dich gerettet. Das wär's fast gewesen. Danke, Drax. Das war die nächste. Okay, ich hab Zugriff auf die Systeme der Milano. Wo sind meine Songs? Ich hab deine terranische Mitmusik. Da kommt noch welche. Ich bin Groot. Ich wette, wir haben das gefallene Nova-Korps gerettet. Hör jetzt bloß nicht auf! Hey, das habe ich gesehen. Du kannst zusehen, nachdem du die Triebwerke zum Laufen gebracht hast. Jetzt schlägt Drax-Ting! Ich muss zugeben, die Musik ist eine Verbesserung. Ich hätte ein traditionelles Lied heute Mach's gut, so bringt man den Vernunftbeiß. Ja. Sie wollen wirklich nicht, dass wir gehen. Schön gebraucht zu werden. Auf dich kann ich immer zählen, Gamora. Wie läuft's da drin, Rocket? Kümmer du dich nur nicht. Erwarte Schmerz. Hab den Nova-Core-Spinner erledigt! Ja, so bringt man den Kanon zu bei. Leute, ist das Felser? Der Feind ist hartnäckig! Ich wette, wir haben das gefallene Nova-Core geweckt! Ich hoffe nur, dass Corell und die Kleine auf dem Schiff entkommen sind! Drax, dein Freund und Helfer! Die Attentäterin ist wohl fehlbar! Tieft euch ab, denn Hilfe ist unterwegs! Was jetzt, Peter Quill? Dem irren Nova-Heini hab ich's gezeigt! Dieser Abendfreundlich hast du ein Schild aufbekommen! Du wurde gewarnt! Kann jemand gut sagen, dass ich von hier drin nicht dolmetschen kann? Was immer sie vorhaben, diese Typen sind keine Faulpelze! Ich benötige deine Hilfe, Peter Quill!
Ich bin Groot! Wie läuft's da drin, Rock? Es ist auch Groot! Es wird Peter! Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Überlass uns dieses Pack. Konzentrier dich auf die Klemmen, Peter. Wir versuchen, sie von dir fernzuhalten. Eine erledigt. Machst du Fortschritte, Peter Quill? Das war die nächste. Okay, ich habe Zugriff auf die Systeme der Milano. Wo sind meine Songs? Ich habe deine terranische Mitmusik. Wie genau lösen wir diese Dinger? Bin ich eine Gebrauchsanweisung? Schieß einfach auf diese verflachten Dinger! Ich hoffe nur, dass Cabrel und die Kleine auf dem Schiff entkommen sind! Die Klemmen sind aus Kalkgehäuse vom Medium, aber am Gelenk müssen sie schwach sein! Sie wollen wirklich nicht, dass wir gehen. Schön, gelockt zu werden. Hey, das habe ich nicht gesehen. Such den Punkt, wo sie zusammenhängen und schieß drauf. Dieses Leuchten ist richtig wunderschön. Gruselig ist es. Das ist es. Wie genau lösen wir diese Dinger? Bin ich eine Gebrauchsanweisung? Schieß einfach auf diese verflachten Dinger! Wie sind die Triebwerke zum Kopf? Die Triebwerke sind nicht zur Speisenzubereitung gedacht. Es tut auch nicht weh! Die Klemmen sind nicht so geholfen wie Iridium, aber am Gelenk müssen sie schwach sein. Ich muss zugeben, die Musik ist eine Verbesserung. Ich hätte ein traditionelles Lied von Konzert bevorzugt. Such den Punkt, wo sie zusammenhängen und schieß drauf. Oh, hey, das hab ich gesehen. Freut mich, dass du einen schönen Ausblick hast. Wie genau lösen wir diese Dinger? Bin ich eine Gebrauchsanweisung? Schieß einfach auf diese verflachten Dinger! Ich bin froh! Diese Lichter verhindern meine Sicht! Da steht doch mein Name drauf! Die Klemmen sind aus Kalkgehäuse wie Iridium, aber am Gelenk müssten sie schwach sein. Oh. Wie läuft's da drin, Kuppel? Halt sie durch, Kuppel! Ich helf dir, Drax! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Such den Punkt, wo sie zusammenhängt und schieß drauf! Ich große Probleme verlangen nach großen Lösungen! Danke, Drax! It's the name of the game, the prize for fame, the story. No guts, no glory. If you want to succeed, you gotta fight and bleed for your needs. Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Überlass uns dieses Pack. Konzentrier dich auf die Klemmen, Peter. Wir versuchen, sie von dir fernzuhalten. Eine erledigt. Das war die nächste! Okay, ich habe Zugriff auf die Systeme der Milano. Wo sind meine Songs? Ich habe deine terranische Mistmusik. Ich muss zugeben, die Musik ist eine Verbesserung. Siehst du? Ich wusste, es würde dir gefallen.
Triebwerke laufen! Sitzheizung ein! Mein Schiff! Ich hab sie! Vorsichtig! Willst du selber machen? Macht euch bereit! Jetzt! Los, los, los! Schnell! Ich halte sie auf! No. Und jetzt? Wir sollten Kurs auf Contraxia nehmen und unsere Probleme bei einem kühlen Ketethbräu bereden. Das klingt nicht schlecht, aber... Wir sollten zuerst melden, was wir gesehen haben, oder? Weil das unser größtes Problem ist, Quill. Komm, Groot, wir haben zu tun. Rocket! Was ist denn los mit dem? Die Abscheulichkeit ist niemals zufrieden. Aber Rocket hat ganz recht. Unser Funk ist Schrott, der Tracker-Counter läuft und Corell könnte überall im Universum sein. Oh, es sieht nicht gut aus. Ja, wir klemmen für wahr in den Sitzen. Du meinst, wir sitzen in der Klemme? Hab ich doch gesagt. Eine kleine Abwechslung wäre nicht schlecht. Also, Contraxia? Ich denke, Nowhere wäre besser. Ah, auch ein guter Ort für gepflegte geistige Getränke. Wir machen dort Meldung. Hör mal, Cosmo und ich kennen uns schon ewig. Er ist Sicherheitschef und sorgt dafür, dass die richtigen Leute vom Rock erfahren. Und der Tracker und die Strafe? Rocket kennt jemanden auf Nowhere. Zwei fliegen mit einer Klappe. Okay, ich gebe die Koordinaten ein. Du solltest mit Rocket reden. Peter Quill. Was bedeutet zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Dass man zwei Probleme mit einer einzigen Lösung löst. Ach, es tut mir leid, Drax. Ich dachte, die Bezahlung unserer Strafe würde uns helfen, aber es hat alles nur noch komplizierter gemacht. Entschuldige dich nicht, Peter Quill. Unsere Begegnung mit dem Nova Corps hat mir Klarheit verschafft. Wir müssen diese Sache untersuchen und bekämpfen... Oh, wow, Drax. Wir bekämpfen das Nova Corps nicht, wenn möglich. Wir überlassen das Ganze einfach Cosmo. Die Soldaten, denen wir begegnet sind, haben sich nicht wie Nova Corps Officers verhalten. Und diese Priester in Roben, das war alles sehr verstörend. Ich muss den Kopf freikriegen. Dieses Buch ist keine Hilfe. Falls du eine Empfehlung brauchst, ich habe gerade die Abschlussanalyse des World Minds über ineffektive Taktiken bei Planetenschlachten im Galaktischen Krieg ausgelesen. Welcher Teil davon soll mir den Kopf freiräumen? Gar keiner. Es ist eine sehr beunruhigende Lektüre. Hey, Leute! Was ist los? Gar nichts ist los, Quill. Überhaupt nichts. Stimmt was nicht mit Groot? Nein, er geht sich nur entlauben, jahreszeitmäßig. Ach komm, du verscheißerst mich doch. Ihr habt irgendwas vor. Was wir machen, geht dich überhaupt nichts an. Lass uns in Ruhe, Quill. Unglaublich, dass Quill so ein Stiefellecker ist. Was soll diese Besessenheit, sich für das Nova Corps zu verrenken? Ich bin Groot. Respekt? Bitte! Diese blauen Flagnasen können doch nur Leute verhaften, die sich mühsam durchschlagen und sie mit hohen Miststrafen belegen. Ich bin Groot. Nein, genau so simpel ist es und Quill will immer noch bezahlen, nach allem, was wir für ihn getan haben. Ah,
Rocket? Flag dich, Quill! Na kommt schon, Jungs! Ich bin Groot. Groot sagt, du sollst gehen! Lass uns doch darüber reden. Lass uns in Ruhe! Groot, bring ihn zur Vernunft! Groot will nicht mit dir reden! Rocket! Groot? Leute! Rocket! Wo sind die Koordinaten? In deiner Konsole. Alles klar. Attentäterin. Nowhere, wir kommen. Raumhafen am Rand des bekannten Universums und Heimat des besten Schwarzmarktes, den es gibt. Und die Nudeln sind überraschend gut. Welcher Typ hat das wohl entdeckt und gesagt, geil, der abgetrennte Kopf eines Himmelsriesen, da bohren wir Löcher rein und wohnen drin. Sie waren scharf auf die Gehirnmasse. Sehr selten, sehr wertvoll. Der Markt kam später, zusammen mit den Nudeln. Ist dieser Cosmo wirklich vertrauenswürdig, Peter Quill? Natürlich, er ist Sicherheitschef. In Nowhere. Und hat von daher bestimmt ständig mit dem Nova Corps zu tun. Glaubt mir, das mit dem Rock wird ihn interessieren. Was treiben die da hinten? Unfug höchstwahrscheinlich. Bis dann, ihr Flakbeutel! Sind Rocket und Groot... Sind sie wirklich gegangen? Ja. Sieht so aus. Ach, wissen wir, wo sie hin sind? Du bist der Letzte, der mit ihnen geredet hat. Ja, Rocket wirkte angefressen. Versuch dich zu benehmen, während wir weg sind. Wenn wir zurück sind, frage ich Groot, ob er dich badet. Du hattest wohl recht. Anscheinend konnten wir ihnen wirklich nicht vertrauen. Ich baue immer noch drauf, dass der Baum den Nager zur Vernunft bringt. Wenigstens bist du noch hier. Ich will doch nicht dein Treffen mit Cosmo versäumen. Okay, wir reden jedenfalls mit Cosmo und dann gehen wir aus und haben eine gute Zeit. Cosmo wird uns tatsächlich glauben? Wie gesagt, wir kennen uns schon lange. Außerdem hat er bestimmt schon von den Vorfällen gehört. Wir bestätigen lediglich das Gerücht. Vielleicht gibt er uns sogar eine Belohnung. Hattest du schon mit diesem Cosmo zu tun, Mörderin? Sind wir jetzt wieder bei dem Namen angekommen? Er beschreibt eine Tatsache. Du bist von Beruf Attentäterin. Und du bist ein verurteilter Serienmörder. Deine Hände sind alles andere als sauber. Ich habe sie vor unserem Aufbruch gewaschen. Was ist mit Rocket und Groot? Was soll mit ihnen sein? Sie sind gegangen. Was soll ich tun, ihnen nachgehen und sie anflehen, zurückzukommen? Du könntest dich entschuldigen. Das ist dein Rat? Die Entschuldigung müsste nicht aufrichtig sein. Welchen Sinn hätte sie dann? Naja, falls wir ihn jemals wiedersehen. Übrigens ein großes Falls. Aber falls es dazu kommt, dann denke ich vielleicht darüber nach.
Wie auch immer. Wenn wir Cosmo gesagt haben, was da draußen los ist, haben wir mehr Zeit nachzudenken, wie es mit Rocket weitergehen soll. Falls Rocket nicht zurückkommt, brauchen wir einen Notfallplan, um den Nova-Tracker loszuwerden. Warum? Wir haben unseren unrechtmäßigen Gewinn noch nicht ausgegeben. Wir könnten immer noch die Strafe bezahlen. Dafür müssten wir bis ganz nach New Xander fliegen. Was ist, wenn dort bei unserer Ankunft schon alles übernommen ist? Es muss auf dem Markt jemanden geben, der zwielichtig genug ist, uns zu hacken. Hey, ich muss mit Cosmo reden. Ist er in seinem Turm? Vermutlich. Kennst du den Weg? Geh direkt durch den Markt, nicht zu verfehlen. Ich freue mich auf Cosmo. Hab den alten Kerl irgendwie vermisst. Woher genau kennst du ihn? War er auch ein Gefangener der Chitauri? Nein, wir haben uns hier getroffen, als ich bei den Ravagers war. Ehrlose Mörder und Diebe. Die Ravagers haben im Krieg auch Gutes getan. Selbst der räudigste Köter benimmt sich, wenn es ihm nützt. Was immer wir alle getan haben, es liegt hinter uns. Jetzt sind wir die Guten. Genau, Miethelden. Nur, dass uns keiner mietet. Vielleicht lässt Cosmo uns irgendwas apportieren oder so. Wir könnten am Ende sogar Gewinn machen. Behaltet eure Sachen im Auge. Diese Irren sind ziemlich zutraulich, wenn ihr wisst, was ich meine. Gab es auf der Erde auch Wahrsager, Peter Quill? Es gab Leute, die behauptet haben, in die Zukunft sehen zu können. Ich bin ihnen schon oft begegnet. Merkwürdig, dass so viele galaktische Kulturen aus... Peter, wissen alles. Vergangenheit oder Zukunft für wenige Jugendhelds. Ich habe schon genug mit der Gegenwart zu tun. Die Wahrsager auf Keteth konnten seinen Untergang nicht vorhersagen. Niemand konnte vorhersagen, was Thanos tun würde. Der wahnsinnige Titan wird für alles bezahlen, was er zerstört hat. Er ist tot, Dreck! Mantis, was machst du? Hast du immer noch Selbstmordgedanken? Was? Nein! Und du dachtest, ein Team wäre schlecht für dich. Hi! Sunlord, stimmt's? Oder war's Rockstar? Es heißt Starlord. Genau, ich weiß nie, welche Version ich von dir kenne. Ist die Sache schon erledigt? Von was für einer Sache redet sie denn da? Keine Ahnung. Hi, ich weiß nicht, ob wir uns kennen. Ich bin... Oh nein... Nein, 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 das kann ich nicht. Oh, du Armer. Nein, er lügt. Ich meine... Oh, Flan. Wo die Kotati wurzeln, werden gebrochene Heimatversprechen geheilt. Denk immer daran. Mantis, alles gut? Hey, Gamora! Du siehst mental stabiler aus. Danke. Keine Sorge. Das erste Mal ist immer komisch. Himmlische Madonna! Flark. Hi, Leute! Du solltest nicht an diesem Ort sein. Aber ich bin genau da, wo ich sein muss. Glaub ich. Nein, ja, an diesem Ort muss ich sein. Oder musste ich sein? Müsste ich sein, ja. Moment, was macht ihr hier? Ihr könnt die Zuflucht nicht ständig verlassen. Es ist unsicher, es rumort in der Galaxie. Wann rumort es in der Galaxie mal nicht? Okay, wenn du weiterhin so ein Gesicht ziehst. War schön, dich wiederzusehen, Gamora. Star-Typ? Fieser Grüner? Okay, bye. Okay, Gamora. Du und Mantis scheint euch nahe zu stehen. Wir kennen uns. Okay. Du weichst aus, Frau. Moment. Frau? Das ist der netteste Name, den du mir je gegeben hast. Ich werde nicht fragen, aber falls du darüber reden willst. Wir trafen uns nach meiner Flucht von einem gescheiterten Job. Ich war in schlechter Verfassung. Ich wäre wohl tot, wenn Mantis mich nicht gefunden hätte. Sie hat dir das Leben gerettet? Ja, Ende der Geschichte. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich weiß, Großer. Aber belassen wir es dabei. Ich muss gehen.
Stimmt was nicht? Das geht dich nichts an, Peter Quill. Wartet nicht auf mich. Was war das denn wieder? Drax! Pass doch auf, Star-Lord! Pass selbst auf, dämlicher roter Typ! Ist das zu fassen? Gamora? Ach. Dann muss ich wohl allein mit Cosmo reden. Du hast wohl viele Ersatzteile hier. Oh, nee, ich habe eigentlich alles. Meistens. Instand gesetzt natürlich. Gibt kaum noch neue Sachen seit dem Krieg. Naja. Suchst du etwas ganz Bestimmtes? Hast du vielleicht irgendwas zum Demontieren eines Nova-Core-Abschalters? Reihe 7A12? Oder vielleicht 2G2? Ah, nein. Der wird ja gar nicht mehr benutzt. Ah, ich weiß. Ich hab da was. Das müsste in jedem Fall funktionieren. Und damit werde ich sicher den Abschalter los? Es macht genau das, was es soll. Super. Danke. Hier so komisch. Ihr habt Zeug auf dem Grill. Von hier aber auch exotische Sachen. Und entdeckt, was zurückliegt. Cool. Der Lied erlebt.
Hoffentlich ist Cosmo im Büro. Brücke geschlossen. Geh weg. Sieht nicht geschlossen aus. Siehst Anzug? Nowhere Security. Super offiziell. Nimm anderen Weg. Gasse. Gasse. Ich muss wirklich dringend zu Cosmo. Cosmo nicht im Turm. Er dort draußen, Star-Lord. In Gasse. Moment. Woher kennst du meinen Namen? Geh. Oder geh in Cosmo-Gefängnis. Deine Wahl. Cosmo? Bist du da drin? Cosmo! Klar, überhaupt nicht seltsam. Cosmo ist bestimmt irgendwo in diesem Labyrinth aus verfaulender Gehirnmasse. Okay, ich muss Cosmo finden. Dann kümmere ich mich um das Team. Falls ich sie finde. Hast du Angst, Peter Quill? Ich bin eine unbesiegbare Bestie und fürchte nichts. Du hingegen wirst in diesem Labyrinth untergehen. Ich hasse Labyrinthe. Vor allem die aus stinkendem Gehirn. Okay, Mann. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Sieh dich an, du verflockter Mensch. Du endest bestimmt in einer dieser Verarbeitungsmaschinen. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Cosmo? Cosmo!
nicht gut. Was haben wir denn da? Pass bloß auf, Star-Lord. Was macht denn ein mistfleckiger Terraner hier draußen, Rossen? Er versteckt sich, Garrick. Ja, Terraner verstecken sich ja immer. Jeder weiß, dass Terraner mickrig sind. Und gut schmecken. Wenn man sowas mag. Wir mögen sowas. Wenn das Kopfgeld nicht wäre. Hey, Leute! Ihr wisst nicht zufällig, wo Cosmos Büro ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr hinter irgendeinem Typen von der Erde her, hm? Kein Ding, Mann, ich verstehe schon. Wir Erdlinge sehen alle gleich aus. Nicht so wie ihr. Euch kann man leicht unterscheiden. Ah, komm auf den Punkt, Terraner. Der Punkt ist, ich kann euch helfen, den zu finden, den ihr wirklich sucht. Terraner sehen alle gleich aus. Aber dieser Terraner hat ein Wort auf dem Rücken stehen. Wie es im Steckbrief heißt. Welches Wort hast du da auf dem Rücken? I love nowhere. Oder vielleicht auch Star-Lord. Wie auch immer. Auf ihn! Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady Agin tot oder lebendig? Lady Age? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady Age. Das Dreifache. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Ross. Würde es helfen, wenn ich mich entschuldige? So machen wir unsere Units. Von dem einen Job auf Kontrax hier vielleicht. Lady Hitch hat gesagt, du bist ein Saftsack. Ich breche die zweite. Okay, okay, okay. Time out, time out. Alter, ich bin außer Puste. Jungs, es ist völlig klar, dass wir gleich stark sind. Ha, sind wir nicht. Wir sind absolut unbesiegbar. Oh, das ist blöd. Aber wir sind doch alle Profis hier, oder? Stimmt's. Wir finden bestimmt eine Lösung. Peter, schieß jetzt! Wir müssen sie auseinanderhalten. Du musst sie trennen, bevor du schießt, Peter. Achtung, Peter! Gleich gibt's Schnittchen! Das Ganze war von Anfang an eine Falle! Unglaublich, dass ich drauf reingefallen bin. Ist mir ein bisschen peinlich. Victor! Gemeinsam sind wir zu stark! Versuch sie abzulenken, Peter! Wir sind frei, wenn wir bezahlt werden. Ich mach hier vor gar nicht, wenn die andere Seite es einsetzt! Diese Typen schlucken die Kugeln einfach! Rede weiter! Da finde ich dann eine Lücke! Das geht bestimmt genau! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Bereit machen! Das ist deine Chance, Gamora! Auf die Spitze getrieben! Gutes Timing, Gamora! Noch eine! Habt ihr uns vermisst? Reiß sie auseinander! Mach dich bereit, Unhold! Mal sehen, wie ihr beiden mit einem
müssen sie noch etwas länger auf Distanz halten. So, Schilde unten! Der Kopf muss mir den Kopf reinmachen. Ich zerstampfe euch alle drei zu Staub. Kunstturm ist für Feiglinge. Schreibt sie und greift dann an. Komm schon, Knarre. Was tun ist. Jetzt kommt der Schmerz. Peter Quill, zieh weiter ihre Aufmerksamkeit auf dich. Der mit den Klingen nervt langsam. Was passiert hier? Ach komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Oh, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Ich pass auf mich auf, Ma, das mach ich doch immer. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her, ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Klar, dass du nicht wartest. Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Das ist, was das zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mom. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert. Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Wow. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was denn für Feinde? Genau weiß ich das nicht. Sein Volk war im Krieg. Und er wusste, dass wenn er bei uns bleibt, ihm der Krieg auf die Erde folgt. Also musste er diese Entscheidung treffen. Er hat also dieses Leben für sein Volk geopfert. Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Ich lass mal Kubrick raus. Bin gleich zurück. Ha ha.
Echt krass. Oh, Scheiße. Nein! Ich kann nicht glauben, dass du nicht gelogen hast. Aliens existieren.